Ich habe jetzt darauf geachtet, dass die Lager wirklich richtig drin sind. Gerade hier an dieser Naht hier kann man, finde ich, sehr gut erkennen, dass das doch ein Produktfehler sein muss, oder? Also genau an der Stelle verläuft ja auch das Kugellager dran, entlang, auf der Höhe etwa. Das heißt, dort müsste man am wenigsten Eiern sehen. Aber wenn man diese Naht beobachtet, dann eiert die trotzdem. Und auf dem anderen ist das ähnlich.